Okay, ich mache normalerweise einen Livestream, deswegen, das habe ich jetzt dem Andreas übergeben, der macht normalerweise Social Media, das macht jetzt während dem Vortrag keiner. Ich wollte eigentlich letztes Mal einen Vortrag halten, da war ich krank, über Mastodon, über eine Twitter-Alternative so ein bisschen, wo sich rausstellt, dass es vielleicht gar keine Twitter-Alternative ist, sondern ganz was anderes. Das habe ich dann irgendwie sein gelassen, weil Mastodon irgendwie jetzt auch nicht mehr so das Thema ist. Deswegen habe ich mir überlegt, Quo Vadis Twitter? Ich bin nicht mehr auf Twitter aktiv. Ich habe das aber so ein bisschen verfolgt, so diese Übernahme von Elon Musk. Und ich nehme mal den Einstieg. Das ist dieses Emoji ist das, was man momentan bekommt, wenn man eine Presseanfrage an Twitter stellt per E-Mail. Dann kommt, das kann man ausprobieren, press@twitter.com. Dann kommt dieses Emoji zurück als Text in der E-Mail. Es gibt nämlich keine Presseabteilung mehr bei Twitter. Und Elon Musk hat gesagt, das ist eine total lustige Idee. Haha. So, Elon Musk hat Twitter übernommen. Er hat das irgendwie finanziert. Er hat da über 20 Milliarden aus eigenem Geld reingesteckt. Man kann sich echt überlegen, ist das okay, dass jemand einen solchen Dienst übernimmt? Wir werden gleich sehen, dass es nicht okay ist. Er hat vor allen Dingen interessanterweise 13 Milliarden Dollar noch an Krediten bekommen. Also wenn wir ein Haus finanzieren wollen, werden wir bei der Bank ganz fies geröntgt, ob wir wirklich das abbezahlen können. Und wenn wir im Alter von Elon Musk sind, glaube ich, noch viel eher. 13 Milliarden ist ein bisschen eine andere Hausnummer als für den normalen Häuslebauer. Das Interessante ist, er hat diese 13 Milliarden Dollar Kredit, Schulden genommen, die er aufgenommen hat, diese Schulden, und hat sie Twitter aufgebürdet, die also er gekauft hat. Und diese 13 Milliarden gehören jetzt Twitter. Also eben nicht, also die müssen die zurückzahlen. Das Problem ist, Twitter hat mal so gute Quartale gehabt, Gewinnquartale von 120 bis mal 500 Millionen Dollar Gewinn im Quartal. Das war so wirklich richtig gut. Die haben aber auch regelmäßig wieder Quartale, wo sie einfach Verluste gemacht haben oder machen. Ich glaube, zuletzt haben sie auf jeden Fall irgendwie Verluste gemacht, auch wenn Elon Musk sagt, sie sind jetzt auf dem Weg, irgendwie Gewinne zu erwirtschaften. Ist halt echt die Frage, wie können Banken solche Kredite geben? Die müssen eigentlich, Twitter muss in der Lage sein, 1 Milliarde an Krediten zurückzuzahlen. Zusätzlich zu all dem, was sie sowieso haben. Elon Musk hat sehr bedauert, dass er 80% der Twitter-Mitarbeitenden feuern musste. Das tut ihm total leid, aber wenn man 1 Milliarde Dollar irgendwie zusätzlich aufbringen muss mit einem Unternehmen, das ohnehin keinen Gewinn erwirtschaftet, dann muss man halt irgendwas tun, und Mitarbeiter feuern ist erstmal eine sehr einfache Lösung. In der ersten Runde des Mitarbeiterkündigens war es so, dass 50% ungefähr der Mitarbeiter dadurch erfahren haben, dass sie gekündigt wurden, dass sie sich morgens an ihrem Laptop versucht haben einzuloggen, und wer sich nicht einloggen konnte, war gefeuert. In der zweiten Runde war das schon ein bisschen besser. Da hat man irgendwie um Mitternacht eine E-Mail bekommen, dass man bis zum nächsten Tag irgendwie bis 5 p.m. Klicken sollte, ob man Yes or No schreibt. Man musste also Yes anklicken, um Twitter 2.0 extremely hardcore mitzumachen. Wenn man das halt nicht gemacht hat, war man auch automatisch gefeuert, hat man sich also sozusagen selbst gefeuert. Der nächste witzige Punkt war, dass Elon Musk als allererstes mal dieses ganze elitäre Shitgehabe loswerden wollte auf Twitter. Also ganzen Leute mit den blauen Haken, Politiker, Firmen, irgendwelche Menschen, die da jetzt alle irgendwie so die Twitter-Elite waren. Man weiß ja auch und wusste ja auch nicht genau, was so genau die Gründe waren, wie man so einen blauen Haken verteilt bekommen hat bei Twitter. Da gab es Leute, die haben sich da ewig drum bemüht und haben keinen bekommen. Und wenn du halt ein Star oder Sternchen warst, dann hast du natürlich sowas verliehen bekommen. Auf jeden Fall gab es dann ja dieses Twitter-Blue-Ding, dass es hieß, alle kriegen einen blauen Haken, die irgendwie, weiß ich nicht, die 8 Dollar bezahlen. Es haben dann alle irgendwie blaue Haken gekauft. Daraufhin waren die eigentlich blaue Haken hatten, weil sie irgendwie prominent waren oder Firma oder anders wichtig oder Präsident, die haben dann irgendwie so einen grauen Haken bekommen. Diese grauen Haken gibt es inzwischen auch nicht mehr. Esther Crawford, die das gerade hier alles verkündet, was irgendwie wieder durcheinander geraten ist, die gibt es auch nicht mehr, die ist auch gefeuert worden.
Und es haben dann viele Menschen in der ersten Phase dieses wir machen Twitter blue, blaue Haken, jeder kann jetzt einen blauen Haken haben, haben viele Menschen dann Dinge gekauft. Für $8 kann man ja mal Nintendo of America spielen mit so einem Fake-Twitter-Account und einem Mittelfinger-Mario. Ja, und dann wundert man sich, dass die Advertisers auf Twitter nicht mehr da sind. Neonazis haben dann auch freundlicherweise mal wieder sich einen blauen Haken verschafft, weil $8 kann man ja mal machen. Im gleichen Atemzug sind allerdings auch eine Menge linke Accounts suspended worden. Also so das, was man immer gesagt hat, dass dieses ganze Content Moderation so ein bisschen gegen rechts geht, ist jetzt einfach mal der Haken irgendwie, also der Regler irgendwie umgedreht worden. Man hat jetzt einfach mal haufenweise linke Accounts geblockt und dafür Nazis und Faschisten irgendwie zugelassen und wieder reingelassen. Also gab es einen Haufen Stress auch, weil irgendwelche neuen Accounts oder alten Accounts wieder geöffnet wurden. Und es wurde ja auch darüber abgestimmt zwischendrin, ob Donald Trump auch wieder auf Twitter dürfe. Also das ist ja Vox Populi, das Volk spricht. Komischerweise ist dann festgestellt worden, dass Hate Speech auf Twitter auf einmal gestiegen ist. Haha, warum ist das wohl passiert? Interessanterweise ist die Nutzung des N-Worts für schwarze Menschen in den 12 Stunden nach der Twitter-Übernahme durch Elon Musk um 500% alleine gestiegen. Und was ansonsten so an interessanten Dingen sind, das kann man sich genauer durchlesen, aber es ist halt einfach, also es ist erwiesen, dass auf jeden Fall Twitter kein schöner Ort geworden ist für marginalisierte Gruppen. Wenn man dann darüber schreibt und sich darüber beschwert, dann wird man als Journalist einfach mal suspended auch. Also Musk hat dann mehrere Journalisten-Accounts schließen lassen. Die sind dann irgendwann auf Mastodon aufgetaucht. Das ist nur noch einer von der Washington Post, von diesen 5 oder 6, die es da an diesem Ding betroffen hat, ist dann noch auf Mastodon aktiv. Der Rest ist, glaube ich, echt wieder auf Twitter, nachdem die wieder zugelassen wurden nach ein paar Wochen. Und wie Musk so drauf ist, sieht man dann hier einfach, er hat einen Mitarbeiter gefeuert, weil dieser ihm gesagt hat, dass seine Tweets halt einfach nicht populär sind. Also dass er jetzt einfach eben, das kann keiner, also er hat sich beschwert, Musk hat sich beschwert, warum seine Likes nicht mehr so gut waren, und das hat dann in einem Meeting jemand gesagt, naja gut, bist halt gerade nicht so en vogue. Das fand er nicht gut. Und das Interessante ist, warte, habe ich hier eine Folie übersprungen? Ja, ja, aber da gibt es halt wirklich also ein paar Aussagen zu. Also da steht soll, aber ich meine, der Mann ist gefeuert worden, nicht mit der Begründung, dass er ihm gesagt hat, dass seine Popularität auf Twitter abgesunken ist. Deswegen, was auch immer, Musk muss irgendwas gemacht haben, weil er hat ja dann den Twitter-Algorithmus revealed. Und als er den Twitter-Algorithmus bekannt gegeben hat, stellte man fest, als man im Code gesucht hat, es gibt eine eigene Kategorie für Elon Musks Tweets. Das ist schon reichlich crazy. Also es gibt irgendwie Politik-Kategorien, irgendwie nach Parteien sortiert, nach Power-Usern und sonst was, und eine eben Elon Musk. Also schon verrückt. Freundliche Sache, Elon Musk hat zuletzt Trouble mit NPR gehabt. Das ist sowas wie öffentlich-rechtlicher Rundfunk in den USA. Die kriegen etwa 1% ihrer Einnahmen durch staatliche Förderung. Das ist jetzt echt nicht viel. Die wurden dann aber, nachdem sie kritische Berichte über Twitter gebracht haben, gelabelt als staatsnahe Medien. Staatsnahe Medien sind normalerweise auf Twitter chinesische oder russische Medien, die tatsächlich also wirklich mehr als staatsnah sind. Und es ist halt schon eine krasse Nummer, dass irgendwie NPR jetzt eben so dasteht oder dastand. Das wurde ja wieder zurückgenommen. Musk hat dann gesagt, das war wohl ein Fehler. Ich meine, es ist halt einfach ein Riesen-Crybaby, was irgendwie diese Dinge produziert der Reihe nach und irgendwie wieder zurücknimmt. Und dann, also mit dem Twitter Blue hat man es gesehen, was für ein Chaos einfach war, dass ständig neue Markierungen und eingeführten wieder abgeschafft wurden. Das Ganze dann nach ein paar Tagen doch wieder eingestampft wurde, bis es jetzt zuletzt kam. Und NPR hat daraufhin halt eben gesagt, okay, das ist uns egal, ob diese Markierung zurückgenommen wurde. Wir stellen auf unseren Twitter-Accounts, die mehrere Millionen Follower haben, das Posting ein. Daraufhin hat Elon Musk revidiert oder mitgeteilt, dass man jetzt ja die Accounts von NPR, die sollen sich jetzt bitte entscheiden, ob sie posten wollen oder nicht, weil dann könne man die Accounts nämlich einfach weitergeben an andere. Also
wer das kennt, vielleicht, dass er einen Wunsch-Twitter-Namen gerne gehabt hätte mal irgendwann und hat festgestellt, den hatte schon irgendein Mensch auf diesem Planeten oder irgendein Bot und dieser Wunschname ist einfach nicht verfügbar und da ist halt vor 7 Jahren mal ein Tweet abgesendet worden und man denkt sich, meine Güte, das muss doch irgendwie gehen, das zu übernehmen. Nee, das ging eigentlich überhaupt nicht, das zu übernehmen. Und jetzt hat man hier Accounts, die absichtlich stillgelegt wurden und die absichtlich eben so formuliert wurden und in dem Moment kriegt man dann gesagt, hier, wenn ihr nicht twittert, dann nehmen wir euch die Accounts weg. Das ist komplett crazy, meiner Meinung nach. Auch crazy ist, dass die Kategorie Elon Musk auf dem Twitter-Algorithmus offensichtlich benutzt wurde. Das habe ich auch selber noch auf Twitter erlebt, dass irgendwie meine Timeline, trotz dessen, dass ich nicht Elon Musk gefolgt bin und ihn gemutet habe, voll mit Elon Musk war. Es waren so irgendwie 48 Stunden zwischendrin, wo fast alle Twitter-User die Hälfte ihrer Timeline irgendwie voll hatten mit Elon Musk. Also das ist halt auch so ein Ding, nachdem seine Popularität offensichtlich nicht genug oder nicht genügend war für sein Ego, hat er sich sozusagen in alle Timelines geschlichen oder reinprogrammieren lassen, besser gesagt. Aktuell ist jetzt, dass Twitter jetzt den ganzen Blue Checks, also den Menschen, die eben vorher Promis waren, Bekannte waren und sonst wie, die Checkmarks weggenommen hat. Und jeder, der jetzt einen Blue Checkmark hat, ist einfach jemand, der Twitter Geld bezahlt. Man hat dann festgestellt, das ist eine saudove Idee für Regierungsorganisationen oder irgendwelche anderen wichtigen Dinge und hat dann doch wieder irgend so einen Gray Checkmark eingeführt, so nebenbei. Und Unternehmen können sich jetzt für einen 4-stelligen Dollarbetrag im Monat irgendwie einen Gold-Checkmark kaufen. Wenn man jetzt denkt, also blöder kann es eigentlich alles nicht werden. Also es kann eigentlich nicht bekloppter werden. Dann kommt Elon Musk. Der hat dann seinen Hund im Interview zum CEO von Twitter ernannt. Er ist ja nicht CEO, er ist nämlich Chief Twit. So ist er angetreten, als er dieses Waschbecken in die Twitter-Zentrale transportiert hat mit dem Spruch "Let that sink in". Das ist halt einfach so der Punkt, wo ich sage, das ist echt schwierig. Also ich habe mich da zurückgezogen und ich würde auch dafür plädieren, dass sich andere Menschen zurückziehen oder überdenken, wie sie Twitter benutzen, weil grundsätzlich gilt einfach, wenn du nicht dafür zahlst, dann ist das nicht das Produkt, was du benutzt. Twitter ist nicht das Produkt, du bist das Produkt von Twitter. Auch wenn du $8 bezahlst für deinen Blue-Check-Mark, bist du immer noch das Produkt, dafür sind die Verluste von Twitter zu hoch. Twitter profitiert davon, von dem ganzen Engagement. Twitter profitiert davon, dass Leute dort aktiv sind. Und das Problem ist wirklich, dem Ganzen ist nur zu entgegnen, wenn dort keine Aktivität mehr ist. Und das ist etwas, wo ich einfach nur sagen würde, denk drüber nach, weil jetzt wird es ein bisschen unschön. Content Moderation ist bei Twitter weggefallen. Man sagt, das ist jetzt für bestimmte Gruppen, ist das vielleicht blöde, Transmenschen, schwule Menschen, schwarze Menschen, andere marginalisierte Gruppen, irgendwie ist das vielleicht jetzt blöd, dass sie angegangen werden und ich melde diesen Tweets, Meldungen halt keinen Sinn mehr haben, aber Content Moderation fehlenderweise kann eben auch wirklich zu richtigen Problemen führen. In Myanmar wurde Facebook darauf aufmerksam gemacht, dass es rassistische Hetzposts gegen die Rohingya gab. Das war vom Militär mitgesteuert. Die hatten aber bei Facebook für die Sprache vor Ort irgendwie keine Content Moderation oder zu wenig oder sich nicht drum gekümmert und es war ihnen egal. Das Ende vom Lied war, dass Facebook benutzt wurde als Medium, um Hass zu schüren. 25.000 Menschen starben, Zehntausende sind vergewaltigt worden, 700.000 Menschen sind geflohen. Das Ganze ist als Völkermord anerkannt und das ist halt wirklich ein Ding. Das ist so der Worst Case. Also ich will jetzt nicht sagen, dass weil Twitter keine Content Moderation hat, dass der nächste Völkermord irgendwo ansteht, aber es ist halt einfach echt passiert, real auf diesem Planeten. Und dem muss man sich halt einfach mal irgendwie stellen und dann muss man sich halt die Frage stellen, warum tut man sich diesen Scheiß an? Ehrlich gesagt, dieser junge Mann hat alternative Produkte, auf denen man sich irgendwie äußern kann und die meisten Leute, die auf Twitter sind, haben auch irgendwie einen Instagram- oder einen Facebook-Account.
notwendigerweise vielleicht nicht bei diesem jungen Mann irgendwie einsteigen. Das ist Jack Dorsey, der ehemalige Twitter-Chef, der Elon Musk als die Hoffnung für Twitter bezeichnet hat. Inzwischen ist er weit zurückgerudert. Der hat mit Blue Sky einfach einen Twitter-Klon aufgemacht inzwischen. Ja, dann gibt es diesen süßen Urzeitelefanten hier, Mastodon, als Beispiel jetzt für das Fediverse, was also eben mehrere miteinander dezentrale redende Plattformen sind und darstellt. Und in diesem Fediverse könnt ihr mich auch finden unter vorleser@zahnpasta.hube. Alternativ könnt ihr euch überlegen, wenn ihr das privat nutzt, also ich verstehe ja irgendwo bestimmte Anliegen, dass man Twitter vielleicht irgendwie benutzen möchte oder will oder davon abhängig ist in irgendeiner Form. Aber wenn ihr das privat benutzt, könnt ihr auch überlegen, ob ihr gar kein Microblogging macht, weil draußen beim Bier war vorhin total schön und ich weiß nicht, jetzt Twitter sind 2000 Zeichen, glaube ich, jetzt erlaubt. Ich weiß nicht, ob man die nur hat, wenn man $8 bezahlt, aber man kann auch ohne Twitter leben. Das machen ganz viele Menschen. Und damit bin ich auch schon durch. Wenn ihr Fragen habt, können wir die gerne hier diskutieren. Ansonsten können wir diesen Abend auch beenden. Ich hätte noch zum Schluss, hier einfach lasse ich mal stehen, die Leseempfehlung. Das ist von Michael Seemann, Kulturwissenschaftler aus Berlin, unter MS Pro auf Twitter aktiv gewesen, der hier begründet hat, warum er seinen Twitter-Account zuletzt endgültig auch zugemacht hat, obwohl er lange, lange, lange versucht hat, irgendwie zu sagen, ich bleibe da, das ist wichtig, dass ich da bleibe, wegen Interaktionen und allem. Also ist auch ein längeres Posting mit vielen, vielen Links, da habe ich auch einige von den Screenshots rausgeholt. Ja, das war's. Super. Ja, vielen Dank. Gibt es noch Fragen an den Sepp? Tatsächlich? Twitter wurde in der Türkei abgestellt. Warte, Mikro. Twitter wurde in der Türkei abgestellt, ist ja nicht mehr erreichbar. Wäre das auch ein Modell für die EU? Also die EU hat tatsächlich Maßnahmen angekündigt. Also es gibt tatsächlich mehrere Drohungen von Wettbewerbskommissarinnen. Name weiß ich nicht, aber tatsächlich gibt es da mehrere Mittel und Wege zu sagen, Moment mal, das geht nicht, dass eine Privatperson derartig nach Gutdünken mit dem Konzern handelt, auch wenn sie ihn selbst gekauft hat. Ich meine, das ist ja nun mal ein Novum, dass eine Einzelperson einen kompletten Medienkonzern oder Kommunikationskonzern aufkauft in der Form. Und deswegen, ja, da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Dinge, dass man da was tun kann. Twitter jetzt einfach knallhart irgendwie auszuknipsen in der EU ist, glaube ich, nicht das Mittel der Wahl unbedingt. Aber man kann vielleicht Elon Musk mit zarten Strafen im dreistelligen Millionenbereich bis Milliardenbereich dazu bringen, dafür zu sorgen, entweder selber Twitter in der EU abzuschalten, um Geld zu sparen, oder aber die Content Moderation wieder auf ein vernünftiges Level hochzuführen. Na, da könnte sich ja die EU-Kommission am besten mit dem Erdogan zusammensetzen und sich mit dem beraten, wie man am besten vorgeht. Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, man kann dafür sorgen, dass man dafür sorgt, dass die Gesetze eingehalten werden, dass Nazi-Propaganda nicht frei rumläuft, dass Verharmlosung des Holocausts nicht einfach irgendwo stehen bleibt und alles. Und das ist, hat nichts damit zu tun, ein Medium wie Twitter abzuschalten. Twitter ist das ist halt auch echt sehr bedauernswert, das kam jetzt in dem Vortrag halt nicht vor, Twitter ist für viele Dissidenten in Diktaturen ein Medium gewesen, auch für chinesische und Hongkong-chinesische Dissidenten, die das benutzen oder benutzt haben und die jetzt einfach in Gefahr sind, in dem Sinne, dass nun einmal ein Elon Musk nicht nur Twitter besitzt, sondern auch eben Chef von Tesla ist und da ganz dicke Aktienanteile hat und auch in anderen Bereichen mit China zusammenarbeitet. Und ich bin mir ganz sicher, dass Twitter, wenn die entsprechenden Anfragen aus China, Russland oder sonst wo kommen, bereitwillig Daten rausrückt, wenn es heißt, andernfalls kannst du keine Teslas mehr in China verkaufen. Also wenn da irgendwie richtig Druck ausgeübt wird, ist das ein Problem. Und es ist ein Riesenproblem, dass Twitter so beherrscht wird von einem komplett unbeherrschten
komplett kindischen Menschen, ob das der reichste Mensch der Welt ist oder nicht, aber es ist einfach nur ein wirklich, ja, eine ziemlich schwierige Person, mit der ich im realen Leben um Himmels Willen nichts zu tun haben wollte und die ich auch nicht in meiner Timeline haben wollte. Also deswegen habe ich sie ja ausgeblendet, aber die Funktion funktioniert ja auch nicht mehr. Das ist ja, das ist alles einfach sehr, sehr schräg. Aber es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie hier Zensur einführen wollen oder sonst irgendwas. Und deswegen, das war ein blöder Kommentar. Dankeschön. Ja. Noch eine Frage? Erstmal danke für deine Präsentation. Ich teile natürlich nicht alles, was du, wie du das siehst. Andererseits... nur eine Frage, ist Mastodon moderiert? Tatsächlich gibt es da auch Bedenken von vielen Menschen. Also es ist tatsächlich natürlich so eine Sache, das liegt ja an den Servern einfach, dass das Mastodon.social ist eine kleine Firma, also die Mastodon GmbH heißt die, glaube ich, tatsächlich einfach nur ganz kurz, die in Deutschland sitzt, wo der Hauptprogrammierer eben da noch ein paar Leute hat und eigentlich so seine Firma hat, und der hat eben Mastodon.social als große Instanz. Wie der die Content-Moderation selber gestaltet, kann ich nicht sagen. Allerdings ist es so, Content-Moderation wird sehr viel von Freiwilligen durchgeführt, was durchaus funktionieren kann. Also es gibt Frankfurt.social, es gibt Hessen.social, was eben von engagierten Leuten geführt wird. Und ich bin zum Beispiel Moderator bei Frankfurt.social, kriege dann eine E-Mail rein, und wenn ich auf diese E-Mail klicke, um irgendwas für eine Meldung, hier ist eine Meldung für einen User oder für einen Tröd irgendwie, dass ich da draufklicke, dann ist das eigentlich im Großteil schon bearbeitet. Aber ja, das ist definitiv natürlich bei einem solchen Open-Source-Projekt eine Frage, die man auch stellen muss. Also das, ja. Also sollten wir warten, wie groß, wenn Mastodon fast so groß ist wie Twitter, wie es dann aussieht, ohne Moderation oder mit weniger Moderation oder mit der Regulierung und der Möglichkeit zu regulieren, wenn es nämlich nicht... ja, wenn es so offen und so frei ist, kann man es vielleicht auch gar nicht regulieren, und dann gibt es andere Probleme. Aber ja, das kann man in Teilen, also regulieren ist halt dann schwieriger, ja. Man kann in Teilen allerdings schon mal, also man kann schon mal sagen, Mastodon ist wesentlich mehr auf Privatsphäre ausgelegt, Mastodon ist wesentlich mehr, also die Suchfunktionen sind wesentlich geringer, deswegen sind Marketer auch irgendwie nicht so geil drauf, mit Mastodon zu arbeiten, weil sie da irgendwie keine Tools an der Hand haben und auch eben einfach Suchen nach Worten und sowas, das funktioniert nur Suchen nach Hashtags, dass das halt alles nicht so einfach geht, Leute ausfindig zu machen und aufzufinden, um dort irgendwie ihnen nachzustellen in der Form erstmal. Und dann ist halt die Sache, diese Dezentralisierung ist halt eine schöne Sache eigentlich, dass man guckt, dass man auf einem Server ist, wo man sich halt wohlfühlt. Und das ist, dann kann man immer noch mit allen anderen Servern kommunizieren. Und kann aber dann eben wirklich sehen, dass man auf einem kleinen Server mit paar hundert, paar tausend Leuten ist, wo ehrenamtliche Admins sich drum kümmern. Da gibt es also auch eigene Mastodon-Server aus der Trans-Community und irgendwie Gay-People und schwarze Leute und alles. Das ist also, das ist jetzt sowas, was tatsächlich läuft und was vielleicht ein anderes Modell ist. Also es fördert die eigene Bubble im Guten und im Schlechten. Nee, du bist ja trotzdem, du hast ja noch deine föderierte Timeline. Das würde dann ein Mastodon-Vortrag werden. Vielleicht halte ich ja noch einen Mastodon-Vortrag. Aber das Ding ist ja einfach, du bist ja trotzdem in diesem Netzwerk mit allen zusammen. Du bist nicht irgendwie auf diesem Server und siehst diese Leute so wesentlich mehr auf dem Server. Also doch, du siehst sie ein Stück mehr. Aber du kannst trotzdem dort in Mastodon und in dem ganzen Fediverse Leute finden, die auch mit anderen Tools arbeiten, die gar nicht Mastodon benutzen. Also gibt es jetzt aus Japan, schwappt so eine Tool-Serie namens Miski und Kalki rüber, die irgendwie genutzt werden und die genauso sich einbetten und einbinden. Und ich kann mit denen kommunizieren. Eigentlich ist das eine schöne Sache. Und am Ende soll dieses Blue Sky von Jack Dorsey eventuell auch ActivityPub, dass dieses Protokoll zwischen den ganzen Mastodon-Geschichten, zwischen den ganzen Fediverse-Geschichten, das soll also da auch funktionieren wahrscheinlich, und dann kann man auch mit Blue Sky-Usern irgendwann reden. Aber das ist die Zukunft. Und
Ja, man muss bei Mastodon aufpassen, wie es wirkt und wie es funktioniert. Und es gibt definitiv aus der amerikanischen schwarzen Community schon massiv Kritik, dass schwarze Leute da auch marginalisiert werden, dass da auch Content Moderation eben nicht so ganz funktioniert. Und da muss man versuchen, mit umzugehen und drauf einzugehen. Aber das ist eben diese Wachstumsphase, die jetzt mit dem Weggang von Twitter und sowas von vielen Leuten halt einfach reinkommt. Ich sage auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Facebook ist sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, Instagram auch nicht. Also ich meine, bei Facebook die Leute, die ja Content Moderation machen und irgendwie Enthauptungen und Vergewaltigungen und Ermordungen angucken müssen und die damit alleine gelassen werden und posttraumatisches Stresssyndrom haben und dafür aber für einen Stundenlohn arbeiten, der halt ein totaler Witz ist, ist halt das, also das ist ganz schlimm, was da einfach läuft, wie das gehandhabt wird. Hauptsache, wir haben irgendwie Content Moderation, egal um welchen Preis. Da werden halt Leute alleingelassen, wirklich mit sowas. Ja. Okay, nur ein kurzer Kommentar zu Musks seinem Chaos. Alle zweiwöchig, das hört sich nach Agile-Prinzip an und alle zwei Wochen neues Chaos-Projekt. Schauen wir mal. Kann nur sein, ja. Danke. Aber wie wir jetzt gesehen haben, es gibt echt noch viel zu tun. Also von daher, haut rein, kommt zum Webmontag. Ja, also es ist wie früher, wir überziehen gerne mal gnadenlos, aber es ist schön, dass so viele da geblieben sind. Vielen Dank, Sepp.